Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück in der Hölle in Dark Souls 1. Wir haben in der letzten Folge den Lavafluss gestoppt, somit können wir unten langlaufen und wir können jetzt tatsächlich sogar noch eine Stufe aufsteigen. Wir haben noch drei Level, dann haben wir die Vitalität von 40 hingekriegt, die ich mir angestrebt habe und dann gucken wir mal, welche Richtung wir noch so alles gehen wollen. Aber sauen wir erstmal, ne? Aber das sieht da unten schon so gefährlich aus mit den ganzen großen Viechern. Müssen wir gucken. Und ich möchte gerne an diesen Krabbeldingern vorbei. Die sind echt eklig. Die sind echt eklig. Und dann gehen wir auf Ausdauer, denke ich mal. Ich habe so wenig Ausdauer. Ein Wunder, dass ich überhaupt einmal zuschlagen kann. Aber 40 Vitalität finde ich schon wichtig. Auch wenn meine Estus-Flakons da nicht ganz mithalten können beim Auftanken. Ach du Scheiße, so viele Viecher. Hier lief einer rum, letzte Folge, ne? Das heißt, wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Ich würde nämlich eigentlich sehr gerne welche herlocken, um eine Stärkeprobe zu kriegen. Gucken wir mal, wie stark die wirklich sind. Prügeln wir uns hier durch. So. Ich sehe schon wieder nichts, ey. Okay, den haben wir getroffen. Wie stark bist du, Freundchen? Okay, er kann springen. Er hat nicht so viel Leben. Zwei Schläge und er ist hops, okay. Gut zu wissen. 1200 Seelen. Aber wie viele hier auch rumhängen? Müssen sie einzeln pullen. Habe ich ihn getroffen? Ja, gut. Zum Glück brauche ich zwei Schläge. Hätte ich drei Schläge gebraucht, dann hätte ich meine Waffe echt wechseln müssen. Also zweihändig tragen. Wieso habe ich eigentlich jetzt Leben verloren? Wodurch? Das ist eine gute Frage. Ich wurde eigentlich nicht getroffen, ne? Das muss ich mir im Video nochmal angucken. Warum habe ich Leben verloren? Voll in die Nüsse. Oh, oh. Oh, ich dachte schon, jetzt kommen zwei. Und dafür, ihr seid welche, die nicht wieder neu respawnen. Das wäre echt schön. Ausgewichen. Ey, ich bin echt gut geworden, ne? Also, wenn man so sich den Anfang ansieht, wie oft ich getroffen werde, und jetzt werde ich eigentlich gar nicht mehr getroffen. So. Ich glaube, hier ist es einfach so heiß, dass ich ständig Leben verliere. Oder die haben eine Dornaura. Das ist natürlich auch möglich. Ah, okay. Ah, okay, jetzt weiß ich, wie ich getroffen wurde. Genau so. Au. Weißt du, da kommt einer und der spackt dann so rum, dass ich fast sterbe. Geil. Ich brauche zwei Estus-Flakons, um mich voll zu heilen. Dämonen-Großaxt. Uha. Attribut A bei Stärke. Ist schon heftig, ne? 46 Stärke. Oh, naja. Wir haben jetzt das hier komplett aufgerüstet. Wir sollten damit spielen. Okay, man darf sich echt von denen nicht treffen lassen, sonst ist man echt am Arsch. Und ich hoffe, ihr spawnt nicht nochmal neu. Ihr seht auf jeden Fall so groß aus, als würdet ihr es nicht tun. Au. Oh. Hä, wieso werde ich jetzt getroffen? Weg mit dir. Kann ich gleich wieder zurück, wenn ich hier alles erkundet habe? Eine komische Ecke, wo ich wahrscheinlich nichts holen kann, weil alles im Lava liegt. Ah, hi. Ja, gut, den habe ich wenigstens geblockt. Einfach im Kreis laufen. Dann trifft mich der Sack auch nicht. Was
So, hoffentlich kriege ich irgendwas von dem Blut. Das wäre echt traurig, oder ich sterbe jetzt am besten noch. So. Der ist somit auch weg. Aber ich kann hier ehrlich gesagt nichts bekommen. Weil alles in der Lava liegt. Aber zumindest haben wir die besiegt und hoffen, dass die einfach nicht wiederkommen. Also wir müssen hier doch irgendwie. Irgendwie müssen wir noch Lava loswerden. Vielleicht gibt es zwei Bosse. Der eine, der den Lavaspiegel senkt und der andere, der nochmal weiter senkt. Sodass wir hier weiter rumlaufen können. Naja, Fakt ist, ich laufe jetzt nochmal kurz zurück. Uno momento. Ja, tatsächlich sind die weg. Geil. Okay, dann können wir wenigstens, wenn die Lava weg ist, uns das Zeug schnappen. Aber da liegt etwas, was wir auf jeden Fall schon mal aufheben können. Das ist schön. Wenigstens etwas bekommen. Und ich vermute, da wo der Hans Dieter da steht, da geht's weiter. Hey, du bist doch der Boss, den wir schon kennen, ne? Ja, der Ziegendämon. Okay, der steckt zweimal zu. Und ich habe verfehlt. Fuck. Bosse als normale Gegner. Ja gut, ihr seht schon, der Boss. Da kann eigentlich schon gar nichts mehr. Da geht's tief runter. Aufpassen, dass ich nicht falle. So ein neues Bonfire wäre nicht schlecht, ne? Kriegen wir hier irgendwo eins? Das sieht aus, als wäre da drin eins. Müssen wir gucken. Da haben wir zwei Ziegendämonen. Das könnte schwer werden. Vielleicht kann ich einen pullen. Der mich dann runterschubst. Hallo? Ich kann das den ganzen Tag machen. Ich nehme sogar meine schweren Pfeile für dich. Problem halbwegs gelöst, da sind aber nochmal zwei. Rein theoretisch könnte ich auch einfach runterspringen, ne? Aber nur theoretisch. Wir machen das Praktische. Au. Oh Gott. Das erklärt einiges. Fuck. Oh nein, ich habe nicht getroffen. Oh, ist. Oh, ich hatte den Bogen ausgerüstet. Ist das bitter? Oh nein. Wo habe ich beim zweiten Mal nicht getroffen? So, da wären wir wieder. Ich guck mal, ob ich den zweiten vielleicht so ein bisschen runterhaue, bis ich ihn nur noch one-shotten muss. Das wäre eigentlich so, eigentlich ganz cool. Naja, das dauert, glaube ich, ein bisschen lange. Ein paar kann ich reinpfeffern. Dass er zumindest, sagen wir, so ein Viertel verloren hat. So, zwei noch. Zwei noch. Eins und zwei. Jetzt dürften wir ihn one-shotten können, ne? Ich hasse das, wenn du das machst, ne? Okay, hat funktioniert. Jetzt sind die aber auch noch zu zweit. Gucken, ob ich einen pullen kann. Was ist denn los mit euch? Achso, ich blocke. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das? Ja gut, wenn er sich nicht bewegt, ich töte ihn gerne so. Als wenn die zu blöd wären, sich zu bewegen, ne? Ja, und da ist schon der zweite tot. Easy. Und du bist alleine, ne? Wir müssen uns gleich das Dämonenschwert noch angucken, was ich bekommen habe. Na, Dudnikowski? Die sind alle so ein bisschen verbuggt, habe ich das Gefühl. Wie oft willst du eigentlich noch zuschlagen? Oh Gott, der zweite trifft ja nicht. seid ihr nervig? Meine Güte, ich hoffe, euch sieht man nicht zu oft.
So. Ist sie dir? Oh, da könnte schon der nächste Bossfight sein, ne? Achso. Wollte gerade sagen, runterspringen will ich aber nicht. Was bist du denn? Okay, einen, den ich one-shotten kann. Perfekt. Von den Gegnern bitte mehr. Was bist du denn? Gibt's hier ein Bonfire irgendwo in der Nähe? Guck mal, das. Hi! Da ist noch so ein Digger. Okay, probieren wir einfach unser Glück hier hinten. Komisches Würmchen, hä? Huh? Leuchtfeuer, oh. Ist hier, ach, da ist ein Leuchtfeuer bei dem Wurm. Der passt drauf auf. Will ehrlich gesagt kein Risiko eingehen. Wenn da gleich schon Leuchtfeuer ist, ne? Gucken wir mal. Das geht eigentlich klar. Und schon haben wir uns das Leuchtfeuer rechtmäßig verdient. So. Ah, schön, die Sicherung. Ah, nicht mal die ganzen Ziegenmänner vorbei. Setzen wir uns erstmal hin. Okay, und weiter. Schauen wir doch mal direkt. Versuch's mit Dresche. Achso, die Dinger da. Ja, die haben ja nichts drauf. Zack. Weg mit dir. Kriegt man irgendwas von dir, außer ein paar Seelen? Die nicht mehr wirklich viele sind. Was man auch irgendwo verstehen kann. Das Gute ist, die kommen ja zu mir. Das heißt, ich muss einfach nur rechtzeitig zuschlagen. Dann können die auch nichts machen. Huch! Ein Mopsi. Ja, du bist zu groß und ich zu klein. Sehr schön. Ich hoffe, dich sehen wir nie wieder. Dann haben wir da rechts einen Ziegenmann mit Loot. Da geht es irgendwie noch links entlang. Bis zum. Wieso ist da ein Loch? Und dadurch eine Tür. Ich vermute mal, wir müssen durch die Tür. Oh, hi. Muss irgendwie mal Pfeile organisieren demnächst. Ja, ich mag die Würmer. Die sind einfach. Und die geben auch nur 900, ne? Du hast mich noch nicht gesehen, ne? Sehr schön. Da komme ich gar nicht hoch. Hallo, Herr Ziegenmensch. Bin hier, um dich zu töten und dein Loot zu klauen. Ich hasse es, wenn du das tust. Und dann springt er auch noch zurück. Was für ein widerliches Arschloch. Hi! Wieso hab ich den gewonshottet? Was willst du von mir? Wieso steckst du fest? Rätsel über Rätsel. Das war ja seltsam. Seele eines Ritters. Stimmt, die Seelen können wir auch irgendwann mal wieder ausgeben, ne? Wir könnten jetzt hier entlang. Da wird aber bei dem großen Tor höchstwahrscheinlich ein Boss sein. Dementsprechend kann ich eigentlich auch hier entlang gehen, ne? Einfach mal um zu gucken, was da hinten ist. Ja, komm, Mopsi, noch ein Stück. Ich möchte frei mit dir kämpfen. Dass du auch so langsam bist. Hallo, Dude? Oh. Okay, du bist tot. Das war knapp. Der hätte mich bestimmt runtergeboxt. Aber 100 Pro. Frage ist, was gibt es hier als Belohnung dafür, dass ich hier lang laufe? Sieht nicht wirklich einfach aus. Wenn wir die Mopsis hier rumhängen. Triggert dich das, wenn ich dich treffe? Ja, nö, aber irgendwie kriegst du auch keinen Schaden.
Wir sind hier alle grenzdebil in der Hölle, ne? Ich meine, solange ich es machen kann, mache ich es. Das ist auch ganz klar. So. Echt jetzt? Ich muss mal was prüfen. Okay. Ja, ich wollte jetzt keine Pfeile an denen verhauen. Wollte einfach nur prüfen, wie die reagieren. Alles für die Truhe. Alles für den Dackel, alles für den Club. Ach, cool. Okay, ihr seid zu blöd, euch umzudrehen, oder? Grüne Scherbe. Oh, okay. Die sind nicht zu dumm. Ist doch gut. Oh. Jetzt drehen wir nicht durch. Okay. Auf Angriff warten, hinspringen, zuschlagen. Das ist die Taktik bei denen. Ich könnte jetzt eigentlich schon an die Truhe ran, aber einfach nur des Vollständigkeits halber. Oh. Bitte töte mich nicht. Ich hätte es einfach lassen sollen. Okay, schauen wir mal, ob wir dieses Mal mehr Glück haben. Ich habe auch keine Pfeile mehr. Was so viel bedeutet, ich laufe einfach durch. Hoffe auf das Beste. Ich sehe nicht mal, ob das eine echte ist. Bitte sei eine echte. Flammenglut. Na ja gut, selbst wenn ich jetzt sterbe, ich habe schon mal die Kiste. Oh. Naja, wir kriegen wieder grüne Scherben. Übrigens, alle Monster auf dem Weg waren wieder am Leben. Was echt uncool ist. Okay, an denen würde ich auch gerne einfach vorbeilaufen. Dankeschön. Okay, gehen wir nochmal unsere Estos auffrischen. Und dann gehen wir durch die große Tür zum Boss. Eventuell ist das dann der Endboss, wo wir dann wieder so eine Glut bekommen und die Lava verschwindet. Das wäre so das Optimum. Hallo, Fümpchen. Den gibt es ja auch noch. So. Oder ein Level-Up kriegen wir. Das heißt, wieder ein bisschen mehr Vitalität. Was eigentlich brauchen wir nicht mehr Vitalität. Ich mache es einfach nur. Einfach. Ich bin halt der Perfektionist und ich kann es nicht auf einer krummen Zahl stehen lassen. Ich kann es einfach nicht. So, aufsteigen. Wir haben zwar hier bei Kondition noch eine krumme Zahl, aber das werde ich ja sowieso noch weiter erhöhen. Also, so wild ist es jetzt nicht. Dass das auf 21 ist. Das will ich, Kondition will ich noch auf 30 kriegen. Ich hoffe, das schaffe ich bis zum Ende des Let's Plays. Wer weiß, wie weit wir schon fortgeschritten sind. Oh, stimmt. Kacke. Da war ja was. Ich habe euch ganz vergessen, es tut mir leid. Übrigens, wenn man hier in diesem Bereich einen Fehler macht, verliert man so krass viel Leben. Könnt ihr euch nicht ausdenken, ey. So, im besten Fall bist du tot, weil ich sehe nichts. Danke. Echt schlimm. Ach, wir hatten ja noch das Dämonenschwert, ne? Wo ist denn das? Da. Dämonenmachete, meine ich. Aha. Du gehst auch auf Stärke. Ach, das ist auch krass. Wenn ich mal so den Unterschied zwischen denen hier angucke. Der hier ist ja noch auf Stufe 1, weißt du? Das ist auch so ein großes Ding. Aber ich denke, den kann man noch richtig krass pushen.
Er wird bestimmt später besser als der Drachentöter hier. An dir laufe ich vorbei, ne? Hau rein. Sie sind wie so eine Winzling-Ausgabe von dem ersten Boss, den wir getroffen haben, im Asyl. Der Asyldämon. Genau so sehen die aus. Ach, gucke. Geht's auch noch entlang, wenn man nicht zum Boss möchte. Okay, da ist Loot, hier geht's runter. Brauchst Tränen. Führt denn das hier lang? Okay, hier geht's offensichtlich nicht weiter, ne? Nein, wozu braucht man Tränen? Muss man hier jetzt rumheulen oder so? Ich bin ja schon kurz vor mal über diesem Spiel. Okay, hier geht's auch runter. Oh nein, was ist das denn? Auf Flöhe? Die laufen weg von mir. So, lauft ihr weg? Was ist denn los mit euch? Durch Vorrichtung verschlossen. Vielleicht eine Abkürzung? Hm. Ja gut, dann können wir nicht wieder hoch. Keine Ahnung, wie ist das unsinnig hier unten? Ich denke mal eine Abkürzung vielleicht, ja. Aber wenn das gleich hier alles vorbei ist, wozu eine Abkürzung? Wie komme ich auf die andere Seite? Etwa durch mörderisches Runterspringen? Oder muss ich ja nochmal runterspringen? Ich könnte es darüber schaffen. Aber dann platze ich auf den Boden auf. Ja, nö, nö, sehe ich nicht ein. Gehen wir lieber hier hin. Feuerdämon. Wenn man gerade vom Asyldämon gesprochen hat, ey. Ich sehe nichts. Huch! Eine kleine Druckwelle. Das ist ja uncool. Ah! Okay, du hast ein bisschen mehr drauf als dein Vorgänger. Da kommt jetzt aber nichts raus, oder? Ich darf den nicht anvisieren, der ist zu groß zum Anvisieren. Eieieiei. What the fuck? Was ist denn das für eine Reichweite? Ich bin gerollt, du Depp. Was soll denn das? Okay, ich bin so gut wie tot. Da hilft eigentlich nur noch aggressives Draufschlagen. Ich verstecke mich mal hier kurz, ne? Wie, ich habe dich nicht getroffen? Kann doch nicht dein Ernst sein. Genau so möchte ich dich haben. Scheiße, ich habe nicht getroffen. Nicht dein Ernst, Mann. Jetzt komm her. Was ist denn los mit dir? Ist er irgendwie bekloppt gewesen oder so? Okay, haben wir geschafft. Dämonenbeschleuniger ist aber ein Stab und Menschlichkeit. Okay, das war nicht der Endboss von diesem ganzen Bereich. Schade. Schade. Ich hab's ehrlich gesagt gehofft, weil ich diesen Bereich ehrlich gesagt nicht mag. Und hier kommen wir auf die andere Seite. Wetten?
Hier ist da noch ein Boss. Ein Bonfire. Okay. Zwei Bonfire haben wir in dieser Folge geschafft. Ich denke, wir sind richtig gut vorangekommen, ne? Ich versuch's mit Absprung. So. Wie ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Die grenzdebile Hölle haben wir jetzt hinter uns gelassen und jetzt sind wir in den Tiefen höchstwahrscheinlich. Irgendwie so ähnlich. Haut rein, euer Zero. Tschüss.